Hier werden Sie kurz informiert mit Isabel Grünewald. Mehrtägiger Streik bei Amazon. Beim Online-Versandhändler Amazon streiken seit dem frühen Donnerstagmorgen Mitarbeiter an den Standorten Bad Hersfeld, Koblenz, Leipzig, Rheinberg und Werne. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu den mehrtägigen Streiks im Anschluss an den Tag der Arbeit aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen sollen in Koblenz bis zum 3. Mai andauern, an allen übrigen Standorten noch bis zum 4. Mai. Die Beschäftigten streiken, weil sie existenzsichernde Löhne und gute Arbeitsbedingungen durchsetzen wollen, heißt es in einer Mitteilung von Verdi. Putin unterzeichnet Gesetz für russisches Internet. Russland bekommt ein eigenständiges Internet. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete ein entsprechendes Gesetz, das im November in Kraft treten soll. Demnach soll der russische Internetverkehr künftig über Server im eigenen Land gelenkt werden, damit bei einem Ausfall oder einem großen Cyberangriff durch ein anderes Land das Internet funktionstüchtig bleibt. Viele Russen befürchten, dass ihr Land digital isoliert und Überwachung leichter möglich gemacht werden könnte. Facebook verhandelt über eigene Datenschutzaufsicht. Die US-Handelsaufsicht und Facebook sprechen nicht nur über eine Geldstrafe, sondern auch über strukturelle Konsequenzen aus Datenschutzmissständen. Laut dem US-Magazin Politico verhandeln die beiden Parteien unter anderem darüber, Facebook-Chef Mark Zuckerberg zum designierten Compliance Officer zu ernennen. Dadurch könnte der CEO persönlich dafür verantwortlich gemacht werden, wie Facebook mit Datenschutzverstößen umgeht. Apple kontra Fahrradweg. Apple kennt bei der Verteidigung seines markenrechtlich geschützten Logos keinen Spaß. Derzeit hat die Rhein-Voreifel-Touristik Ärger mit Cupertino, und zwar wegen des Symbols des neuen Radweges Apfelroute. Das zeigt zwar keinen angebissenen Apfel, dafür aber eine apfelartige Rundung samt Blättchen, das man auch von Apple kennt. Apple fordert nun, dass die AVT ihre Markenanmeldung bei den gewünschten Schutzklassen einschränkt und auch das besagte grüne Blättchen im Logo verändert, da es dem Apple-Blatt zu sehr ähnele. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.